Ja, hallo meine die Gartenarbeit liebenden Freunde, wir haben heute ein weiteres Video und zwar möchte ich euch heute einige Übungen vorstellen, mit denen ihr euer Training so ein bisschen zu Hause verbessern könnt, optimieren könnt, die Übungsauswahl erweitern könnt und somit gegebenenfalls die einzelnen Übungsausführungen noch ein bisschen verbessern könnt und das mit geringen Mitteln, um eben unser Training, was wir aktuell noch weiterhin zu Hause ausführen müssen, ein bisschen zu verbessern. Euch erwarten jetzt keine fancy Übungen, wie jetzt beispielsweise Kniebeugen auf dem Petsyball. Das Kasperle Theater, das überlassen wir dann anderen. Unkraut wächst zumindest, ne? Zumindest im Gesicht. Ich würde sagen, nicht lang schnacken und wir legen direkt los. Die erste Übung hierbei sind die Seal Pullovers. Es ist im Prinzip eine Hybrid-Variante aus Seal Rows und dem Pullover mit der Kurzhantel, mit dem feinen Unterschied, dass die Widerstandskurve umgekehrt ist. Wie ihr hier schon sehen könnt, würden wir mit einer reinen Flachbank nicht zurande kommen, da wäre unsere Range of Motion limitiert. Das bedeutet, wir müssen in einer inclined Variante arbeiten. In den meisten Fällen muss der Oberkörper leicht über die Lehne gepackt werden, um von der Armlänge zurande zu kommen. Hängt natürlich etwas von der Lehnenlänge und der Armlänge des Athleten ab. Der feine Vorteil ist hier definitiv zum einen, dass wir eine gestützte Variante haben. Wir müssen uns nicht auf die Stabilisierung konzentrieren und zum anderen neigen wir eher nicht dazu, wie beispielsweise in einer freien Variante, wenn wir beispielsweise Widerstandsbänder verwenden würden, dass wir in ein Hohlkreuz gelangen während der Übungsausführung. Die Arme bzw. das Ellenbogengelenk ist fixiert während der Übungsausführung, nicht so wie beim Kurzhantelrudern. Bedeutet, wir führen die Arme auf der Ellipse zum Körper hin. Wichtig dabei ist, der Rahmen oder der Grad der Abduktion zu beachten, weil wenn wir natürlich die Arme sehr weit in einer Abduktion haben, dann kämen wir vielmehr in einen Bereich der Rhomboiden, der Traps bzw. der hinteren Schulter und eher in eine Reverse Butterfly. Der Unterschied, wie gesagt, zum Kurzhantelrudern besteht darin, dass der Arm während der Ausführung nicht weiter gebeugt wird und somit kommen wir deutlich tiefer in den Latissimus in dem Fall rein. Ich würde auch nicht empfehlen, zu nah die Arme am Körper zu halten. Das schmälert tendenziell dann auch etwas das Feeling. Deswegen eine minimale Abduktion ist meistens zielführend, den Latissimus am besten zu spüren. Weiterführend haben wir natürlich die Möglichkeit, noch mit Kästen zu arbeiten oder anderen Erhöhungen. Die meisten werden irgendwelche Getränkekästen haben oder sich besorgen können, um eben eine erhöhte Variante auszuführen. Hierbei dann mit einer Flachbank möglich, natürlich ähnlich dann auch mit der Incline. Wäre die Frage, ob dann eine Erhöhung tatsächlich nötig wäre. Ich persönlich muss sagen, auf der Schrägbank spüre ich die Seal Pullovers besser als auf der Flachbank. Mit solch einer Variante habt ihr natürlich dann noch zusätzlich die Möglichkeit, beispielsweise Seal Rows, also normale Seal Rows, auszuführen. Ich weiß, dass viele von euch eben auch diese Gorilla Sports Bank oder ähnliche Bänke haben. Hier wäre es problematisch, ohne eine Erhöhung mit der normalen Incline quasi Seal Rows auszuführen. Aber eben in einer solchen Variante, wo ihr die Fußseite erhöht, habt ihr dennoch die Möglichkeit, eben diese Seal Pullovers gut auszuführen. Für andere Übungen müsstet ihr vielleicht schauen, dass die Erhöhung etwas schmaler ist. Als zweite Übung haben wir die Reverse Butterflies, die in der freien Variante natürlich zum einen Stabilisierung bedeuten und zum anderen natürlich die Gefahr bergen, dass wir in einem gewissen Maße stärker mit Schwung arbeiten. Hier im Prinzip das ähnliche Konzept. Ihr lehnt euren Oberkörper auf eine Inclinebank, stärker in dem Fall als jetzt beispielsweise bei den Zeros notwendig, über den oberen Teil der Lehne und führt die Reverse Butterflies in eben dieser stabilisierten Variante aus. Ist persönlich eine Variante, die ich aktuell genau so auch im Plan integriert habe. Selbiges Konzept ist dann, surprise, surprise, ebenso umsetzbar für die Rhomboid Rows. Das bedeutet, dass wir wieder den Oberkörper über die Lehne hinweg lehnen und eben den Vorteil genießen können, dass wir weniger bis gar nicht stabilisieren müssen und eben nicht dazu neigen, mit Schwung zu arbeiten, was dann natürlich in gewissem Maße auch die Last auf die Rhomboiden bzw. auf die Trapezmuskulatur limitiert. Last but not least haben wir die Fliegenden mit der Kurzhantel. Der aufmerksame Zuschauer wird diese Variante bereits aus einem Video des Stabilsten Balkon Deutschlands
kennen. Wir haben natürlich das Problem, dass wir bei den Fliegenden im oberen Punkt fast gar keinen Widerstand mehr haben und im unteren Punkt der Widerstand maximal ist. Das Ganze können wir insofern optimieren, indem wir ein Widerstandsband verwenden und das mit an die Kurzhantel packen. So haben wir im Punkt der Kontraktion den höchsten Widerstand im Widerstandsband und er ist minimal durch die Kurzhantel und im Rahmen der Dehnung, also im weitesten Punkt der Exzentrik, haben wir den höchsten Widerstand in der Kurzhantel, aber auf der anderen Seite den geringsten Widerstand im Widerstandsband und somit gleichen wir über den gesamten Bewegungsverlauf der Fliegenden die Widerstandskurve aus und kommen dementsprechend einer Maschine gleich. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen Inspiration für euer eigenes Training mitnehmen. Könnt vielleicht die eine oder andere Übung tatsächlich für euer Training implementieren bzw. die ein Stück weit abändern, sodass es für euer Training passt. Ich weiß, die meisten von euch sind da ziemlich einfallsreich, was die Übungsvariation oder Gestaltung angeht. Lasst euch den Elan auf jeden Fall nicht nehmen, wenn euch diese Art der Videos gefallen, dann kommentiert doch gerne in die Kommentarspalte bzw. lasst ein Like da, wenn ihr das Video gefallen hat. Ansonsten natürlich den Hashtag YouTube-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut. Ansonsten, meine Freunde, wie gesagt, es lassen sich auch noch mehr solcher Videos drehen. Grundsätzlich, das war ein sehr geringes Equipment, eine Bank, Kurzhanteln, was wohl die meisten mittlerweile haben, wenn sie an was gekommen sind. Dauert ja jetzt schon ein bisschen, aber die meisten Sachen sind ja ziemlich lange ausverkauft. War zumindest so das Video angelehnt, ließen sich natürlich noch mehrere Übungen zeigen mit mehr Übungsvariationen. Wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare. Ansonsten, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video.